Ganz herzlich willkommen zur US-Vorbörse, liebe Zuschauer. Heute müssen Sie mal wieder mit mir vorlieb nehmen. Ich bin jetzt spontan eingesprungen. Das heißt, ich habe mal drei Werte für Sie rausgesucht, auf die wir gleich noch blicken werden, bei denen es momentan spannend ist. Also US-Werte. Was wir heute nicht verzichten müssen, ist der Blick natürlich nach Frankfurt. Und da steht unser Korrespondent Patrick DeWayne für uns bereit. Hallo Patrick. Gestern haben wir noch ein 4-Wochen-Hoch beim DAX gesehen. Und der Blick über deine Schulter verrät, wie gewonnen, so zerronnen. Ja, tatsächlich, Marco, so ist es in der Tat. Das ist vor dem Wochenende tatsächlich sehr betrüblich, was da passiert. Und die Anleger nehmen die zarten Pflänzchen, diese Gewinne, die sie da gesät haben, Anfang der Woche, nehmen sie direkt mit. Der DAX minus 0,6%, jetzt leicht unter der 12.100 Punkte. Aber wie du erkennen kannst, wir waren sogar schon bei der 12.050 um 12.30 Uhr. Wir besinnen uns jetzt etwas oder sagen wir mal anders, der Verkaufsdruck hat jetzt zum früheren Nachmittag ein bisschen nachgelassen. Es war die Eskalation im Nahostkonflikt, die Kurse heute, nachdem wir über der 12.1 gestartet waren, nach Süden geschickt hatten. Und dann gab es auch so ein bisschen charttechnische Probleme, denn wir waren unter der 50-Tage-Linie zeitweise. Im Moment sind wir quasi darauf und es wird die spannende Frage bleiben, ob wir am Abend darüber schließen werden können. Es hängt auch von den Konjunkturdaten ab, die wir noch sehen werden. Unter anderem jetzt gleich die Einzelhandelsumsätze in Amerika, die Industrieproduktion, die Kapazitätsauslastung und dann später noch die Lagerbestände und das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan werden Impulse geben. Würde es dabei bleiben bei diesem Minus des DAX? Wäre dann auf Wochensicht noch ein Plus? Hast du das auf dem Schirm? Ja, wäre es noch. Wir haben bei 12.045 geschlossen letzten Freitag. Also alles, was darüber ist, ist ein Mini-Plus. Aber es ist wirklich aktuelles Niveau plus 0,3%. Nicht ganz der Rede wert, vor allen Dingen, weil aus der Chip-Branche Gegenwind kommt. Infineon, die sind schwächster Titel, weil die Broadcom mit einer Umsatzwarnung gekommen ist. Dann besten Dank für den Überblick, Patrick. Gerne. So, wir blicken jetzt erstmal auf die Vorgaben bzw. auf die Indikationen von Dow und Co. Und da sehen wir, dass eben auch hier rote Vorzeichen erwartet werden, leicht rote Vorzeichen. Beim Dow 0,1%, 0,2% beim S&P Future und der Nasdaq 0,6% im Minus erwartet. Also bei Dow und S&P halten sich die Verluste noch ein bisschen in Grenzen, der Nasdaq etwas deutlicher im Minus. Kollege Patrick DeWayne hat es gerade schon angesprochen, mag vielleicht daran liegen, dass es aus der Technologiebranche nicht allzu positive Neuigkeiten gibt von Broadcom, denn hier gab es eine Umsatzwarnung, die eben auch, wie wir gerade gehört haben, Infineon belastet, aber nicht nur Infineon, sondern eigentlich die gesamte Halbleiterbranche, also unter anderem auch Qualcomm, Intel, Micron, die alle leiden ein bisschen. Wir sehen hier auf Eurobasis 8,8% momentan Verluste bei der Broadcom-Aktie. Die Details, warum muss man warnen, warum rechnet man mit schwächeren Erlösen in diesem Jahr? Naja, der Handelskrieg ist dann schuld, das war ja eigentlich zu erwarten, hatte man auch schon das ein oder andere Mal gehört. Jetzt liegen Zahlen vor, statt 24,5 Milliarden Dollar, die bisher geplant waren seitens Broadcom, rechnet man jetzt nur noch mit Umsätzen von 22,5 Milliarden. Und das setzt eben momentan die gesamte Halbleiter-Chip-Branche unter Druck. Weiter geht's mit Facebook. Auch da wollen wir noch einen Blick drauf werfen, denn es gibt Neuigkeiten, zumindest gibt es einen Pressebericht. Und zwar geht es um die Kryptowährung, die Facebook in der kommenden Woche vorstellen wird. Der Name ist schon bekannt, der ist auch bestätigt, Libra. Ein Pressebericht berichtet jetzt über mögliche Investoren, die bei dem Projekt eben beteiligt sind oder in dieser Kryptowährung beteiligt. Und da werden genannt unter anderem die Kreditkartenfirmen Visa und Mastercard, der Zahlungsdienstleister PayPal und der Fahrdienstvermittler Uber, die sollen alle Investoren dieser Facebook-Kryptowährung sein. Nächste Woche wissen wir da vielleicht schon mehr, denn wie gesagt, da wird die Währung vorgestellt, geplant. Also der Start ist dann erst geplant fürs kommende Jahr, also 2020 soll diese Währung dann erst auf den Facebook-Plattformen oder bei Facebook eben an den Start gehen. Aber nächste Woche wird es dann erstmal Details geben. Aktuell diesen Bericht, von dem ich gerade gesprochen habe, den wollte Facebook nicht kommentieren. Da will man sich die Details logischerweise für nächste Woche aufheben und nicht zu viel vorher verraten. Beyond Meat, auch da wollen wir noch drauf blicken, das ist irgendwie die Aktie momentan, aber das könnte sich vielleicht auch bald ändern. Wir sehen hinter mir den Tyson Foods Chart, weil Tyson Foods macht Beyond Meat jetzt deutlich Konkurrenz. Tyson Foods ist der größte Fleischproduzent in den USA und macht jetzt auch wirklich ernst in Sachen fleischlose Ernährung. Das heißt, im Sommer wird es vegane Hähnchen-Nuggets geben und einen fleischlosen Burger-Patty. Also Burger-Patty, das kennen wir schon von Beyond Meat, zumindest die Amerikaner, denn da ist es ein ganz allzu großer Hype. Jetzt gibt es aber auch noch Hähnchen-Nuggets, die hat meines Wissens nach Beyond Meat noch nicht am Start. Tyson Foods will das Ganze aus nur tierischem und pflanzlichem Eiweiß herstellen und damit, wie gesagt, im Sommer an den Markt, an den Start gehen.
Und was ganz witzig ist, kleiner Funfact am Rande, Tyson Foods war auch bei Beyond Meat investiert, also ein früherer Aktionär, wenn man so sagen will. Aber vor dem IPO ist man ausgestiegen, hat die Anteile, die man am Unternehmen gehalten hat, verkauft. Das waren 6,5%, die man eben an Beyond Meat hielt. Und wäre man drin geblieben, dann wären diese 6,5% jetzt 500 Millionen Dollar wert. Da hat man anscheinend den falschen Ausstiegszeitpunkt erwischt. Deswegen greift man jetzt selber an und will Fleischersatzprodukte anbieten. War ja irgendwie zu erwarten, denn es ist nicht die Neuerfindung des Rades. Fleischersatzprodukte gibt es dann doch irgendwie gefühlt schon seit 20 Jahren. Klar, die schmecken mittlerweile besser, sehen echter aus etc., aber dass das nicht die Alleinherrschaft von Beyond Meat ist in den Kühlregalen, das war zu erwarten. Ab morgen soll es die Patties ja wieder bei Lidl geben. Also wer mal probieren will, der muss wahrscheinlich schnell sein, bevor sie wieder ausverkauft sind. Das war's für heute und für diese Woche mit der US-Vorbörse. Ich verabschiede mich, wünsche Ihnen natürlich ein schönes Wochenende und würde mich freuen, wenn wir uns in der kommenden Woche im Programm von der Aktionär TV wiedersehen. Bis dahin, auf Wiedersehen.